Hallo und willkommen, meine Freunde, zurück zu Guild Wars 2. Wir sind wieder am Freischalten der Punkte in Götterfels dran. Und in der letzten Folge haben wir halb Götterfels fertig gemacht und jetzt werden wir den Rest uns holen. Gucken wir mal, ob wir hier kleinere Punkte... Ja, hier hätten wir einen Punkt. Wir könnten hier rüber gehen und dann hier ganz rum. Aber da müssen wir auch hin. Ja, gucken wir mal, wie wir es machen. So, hier muss jetzt eine Karte sein. Hier müsste eine Karte sein. Hier haben wir erstmal einen Punkt, den wir vielleicht mitnehmen könnten. So, haben wir. Karte, wir laufen jetzt genau drauf zu. Da oben ist er. So. Okay. Ich muss mal das Mount ausmachen. Schon wieder Level up. Wir sind Level 26, Freunde. Mal hier hoch. Na, wir sind zu schnell, weil wir haben einen Boost, ne? Da müssen wir höllisch aufpassen. Mit dem Boost, den wir haben. Sonst kommen wir nicht dahin, wo wir hin möchten. Warte mal, reicht das nicht schon, wenn ich hier stehe? Doch, eigentlich schon. Wollte schon sagen. Zack, da haben wir den Punkt auch. Einfach freie XP, ne? Okay, was kriegen wir hier? Heilung und Kraft. Kraft und Wildheit, Vitalität und Ja, wenn dann Heilung und Kraft, aber brauchen tun wir das nicht wirklich. Kommende Stufenbelohnung, Heldenpunkte, persönliches Kapitel 3, Elitefertigkeit und ja. Sehr schön. So, aber hier war noch ein kleiner Punkt, ne? Da oben ist der. Das heißt, wir reiten jetzt hier raus und dann links. Aber rechts ist auch noch ein Punkt. Okay, wir müssen. Egal wohin. Dann nehmen wir erst den Punkt hier, drehen uns und reiten elegant rüber. Sehr gut. Dann müssen wir hier oben noch was freischalten. Zack, den Punkt hätten wir auch. So, gucken wir mal weiter. Müssen wir hier wieder hoch? Und dann links soll noch ein... Ach, das ist... Oh Gott, das ist das schlimmste Rätsel, was es in diesem Spiel gibt. Meiner Meinung nach. Also ich tue mich da sehr, sehr schwer. Gucken wir mal. Zack, wir springen mal da drauf. Dann mal da drauf. Oh. Ah, das meine ich nämlich. Mit dem Boost ist das schon kacke. So, jetzt springen wir... Da vorne hin. Ah, jetzt sind wir zu weit gesprungen. Seht ihr? Das ist das Problem. Weil wir permanenten Boost anhaben. Das seht ihr mit dem, wie schnell wir reiten hier. Ah, so rum. Wieder zu weit. Verdammter Axt, Mann. Ich glaube, mit dem Boost funktioniert das auch nicht mehr. Seht ihr das, wie schnell wir rennen? Das ist aber, weil ich diese Erfolgspunkte bzw. die Beherrschungspunkte investiert habe. Dann können wir in Städte schneller laufen. Jetzt aber. So, jetzt stehen wir. Sehr gut, jetzt gehen wir hier runter. Und gucken mal, dass wir ab, darüber springen. Sehr gut. Haben wir den Punkt auch. Gott sei Dank. Der ist nämlich schlimm, der Punkt. Und ich mag den nicht gerne. Zack. So, haben wir den aber auch. Ah, ich komme jetzt hier wieder nicht raus. Ja, aber. So, haben wir hier noch Punkte. Hier wäre ein Punkt und da oben wäre ein Punkt. Okay. Dann einmal hier in der Ecke den wahrscheinlich. Raus. Und das wäre so der einzigste Nachteil, den ich
so erwähnen könnte, wenn es heißt, finde wirklich einen negativen Punkt zu Guild Wars 2. Wenn ihr, sagen wir mal, 7 oder 8 Twinks machen müsst, ihr müsst alle Punkte, die ihr jetzt alle freigeschaltet habt, wieder mit dem nächsten Charakter auch freischalten. Aber gut, man kann sich darüber streiten, muss man aber nicht. Im Endeffekt macht es ja auch Spaß und man hat ja auch alle Zeit der Welt, ne? Es gibt auch Add-ons, die einem den Weg zeigen, dann braucht man sich gar nicht großartig abstrecken. Da rennt man einfach nur einen Pfad ab. Wieso komme ich jetzt nicht dahin? Muss ich nicht hier? Okay, hier ist der. So. Dann haben wir da oben direkt noch einen Portstein. Da komme ich da oben hier hoch, ja. Hier komme ich hoch. Nehmen wir den Porter mit. So, dann haben wir... Da hinten haben wir noch einen. Hier. Da kommen wir jetzt eh hin, ne? Warte mal. Und da hätten wir noch einen. Ja, okay, passt ja. Warte mal. Der ist über uns, ne? Oder unter uns. Hier soll eigentlich einer sein. Seht ihr das? Guck mal. Da. Aber der wird über uns sein. Komm, nehmen wir den doch eben mit. Hier muss ein Port sein. Ist auch keiner. Wer wäre denn unter uns gewesen? Dann geht's hier wieder runter. Dann muss der ja jetzt unter uns sein. Aber dann würde ich tatsächlich erst den anderen da holen. Dann holen wir tatsächlich erst den anderen hier. Okay, wir sind richtig. Hier gibt es doch irgendwo die Sackgasse oder wie heißt die Kneipe? So Sackgasse oder so. Einfach nur, ja, die Sackgasse, genau. Ist hier, das war es schon, in eine Kneipe. Da geht man rein und hat den Punkt erreicht. Total waste. Aber wer weiß, wofür wir die noch brauchen. Bestimmt storytechnisch. So. Ja. Dann würde ich gerne dahin. Und wir sollten mal gucken, ob wir runterkommen. Ich bleibe dennoch hier. Ja, warte, wenn es hier runter geht, dann rechts. Na, geht's ja wieder hoch, ne? Wir müssen gucken, dass wir runterkommen. Hallo. Ich will eine Kneipenschlägerei. Ich will auch eine Kneipenschlägerei. Wenn ich groß bin, will ich ein Held sein. So. Wechseln wir mal die Ebene. Hier wieder runter. Dann sollte der doch hier bald kommen, oder nicht? Nee. Ja, sage mal, wo ist der Punkt denn hier? Da vertue ich mich. Ach, da vorne. Mein Gott. Ich bin auch echt so lost, ne? Gehen nur alle hoch. Ich muss aber hier runter. Ich kann machen, was ich will. Ich komme da nicht hin.
Der ist auf einer verdammten scheiß anderen Ebene. Dann Portmonster halt hin. Nehmen wir halt den Port. Oder wäre der jetzt wieder oben? Ja. Sind da lang, leicht zu finden. Danke. Wo kriege ich was Hartes zu trinken? Sind wir schon wieder da? Wir müssen nach unten. Folgt einfach dem Gegröle der Betrunkenen. Könnt ihr kaum verpassen. Verdammt, verdammt, verdammt. Was ein Fiasko jetzt am Ende. Und hier ist ein Punkt. Dann geht es hier hoch. Zack. So, jetzt haben wir nur noch den einen Punkt, da verstehe ich das richtig. Und die eine Sehenswürdigkeit. Die wäre aber wieder oben. Dann porten wir uns mal dahin. Nach oben. Und der eine ist nicht so viel. Doch, der ist auch hier oben. Oh mein Gott, und wir suchen unten. Deswegen finden wir den noch nicht. Dann laufen wir da mal eben schnell hin zu dem Port. Ist er? Denk daran, wer die Lebensmittel ausruhen. So, dann haben wir den auch. Und wir haben jetzt noch den Aussichtspunkt. Da müssen wir wieder zurück in die Mitte. In die Mitte von Götterfeld, sondern da oben ist er. Also, die Steuerung habe ich jetzt heute noch nicht verinnerlicht. Ich, normalerweise, man kann ja mit WSAD, ich drücke aber linke und rechte Maus zum Laufen, wisst ihr? Und heute bin ich ein bisschen durcheinander, also das liegt an mir, nicht an dem Spiel, ne? Komm, spring doch da hoch. Dann da hoch, hier hoch, ansehen, zack. Abschließen und die Kiste genießen. Haben wir unser zweites Gebiet zu 100% abgeschlossen. Ah, kriegen wir wieder Transfusionen. Wie heißen die genau? Mukotrans, was? Transmutationsladungen, okay. So ein bisschen Glück. Also das hat sich jetzt nicht gelohnt, das freizuschalten. Hätte ich mir erhofft, dass es hier bessere Sachen gibt. Nach der Freischaltung. Aber was soll's, wir brauchen die Sachen, ja. So, dann haben wir Götterfels auch zu 100% freigeschalten. Und wir sollten jetzt gucken, dass wir hier in diesem Gebiet questen gehen. Die Frage ist, wie kommen wir da am besten hin? Ich glaube, hier war der Ausgang. Ne? Dann porten wir uns da hin. Dann gehen wir direkt ins nächste Gebiet questen. Wo gleichzeitig auch die... Story weitergeht. Dann machen wir hier an dieser Stelle Schluss und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke, dass ihr zugesehen habt. Bis dahin. Tschüss, ciao und bye-bye.